Die Digitalisierung ist zu einem wichtigen Punkt im täglichen Leben geworden. Gerade für die jüngere Generation sind die digitalen Medien, die sie per Smartphone, Tablet, Smartwatch oder digitalem Fernseher nutzen können, zum Alltag geworden. Auch im Ausbildungsmanagement wird die Digitalisierung nach und nach eine wichtige Rolle einnehmen. Um die Ausbilder in diesem Bereich zu unterstützen, veranstaltete die Industrie- und Handelskammer Magdeburg den mittlerweile 4. IHK-Tag der Ausbilder. Mit dieser Veranstaltung möchte die Kammer Vertretern von Ausbildungsunternehmen, verantwortlichen Ausbildern und Berufsschullehrern eine Plattform zur Diskussion zu aktuellen Fragen rund um die duale Berufsausbildung bieten. Verschiedene Vorträge gab es zu den diesjährigen Schwerpunktthemen. Das Arbeitsrecht und vor allem die Digitalisierung des Ausbildungsmanagements wurden behandelt. Zu den Referenten gehörte auch Fabian Geisbüsch. Er machte deutlich, wie wichtig die Digitalisierung in der Ausbildung geworden ist und wie nah die drei Faktoren Ausbildung, Alltag und digitale Medien wirklich beieinander liegen. Es ist ja eigentlich schon ein bisschen paradox, dass ich mit dem Handy den ganzen Tag rumlaufe und abends am Tablet sitze und danach noch irgendwie digital Fernsehen gucke oder sowas. Und in der Ausbildung findet das im Prinzip gar nicht statt. Das ist ja eigentlich irgendwie etwas, wo man die Lebenswirklichkeit viel besser und die Chancen, die diese Technologien auch bilden, abbilden sollte. Und insofern haben die eine ganz starke Verbindung. Oder zum Beispiel, dass man bestimmte Dinge auch einfach vereinfacht macht, die einfach lästig sind. Denken Sie an den Ausbildungsnachweis oder an Stundenpläne und so Geschichten. Das könnte man, wenn man möchte, alles digital führen. Und das ist ja ein Vorteil. Da muss ich es eben nicht mehr selber machen, weil das sind Fleißarbeiten, die kann ich mir vom Computer gut abnehmen lassen. Im Rahmen der Veranstaltung hatten die Besucher die Möglichkeit, mehr über die Umsetzung der elektronischen Ausbildungsnachweise zu erfahren. Anhand einer kleinen Messe mit verschiedenen Anbietern konnten die Ausbilder unterschiedliche Programme und Ansätze testen. Hauptsächlich ging es um die schnelle, praktische Vernetzbarkeit zwischen Ausbildern und Auszubildenden. Die Digitalisierung des Berichtshefts beispielsweise ermöglicht es den Auszubildenden, jederzeit alle Informationen online zu erfassen und an den Ausbilder zu übermitteln. Durch die einfache Bedienung der App können die Azubis ihr Berichtsheft auch von unterwegs ausfüllen. Ein Service, der von beiden Seiten gern genutzt wird. Die Ausbilder können es auch natürlich auch gleich genehmigen oder auch ablehnen. Na, da ist einfach diese Interaktion viel schneller und auch einfacher und wie gesagt, und es ist auch für die Ausbilder viel besser, weil die einfach alles lesen können und nicht mehr entziffern können, weil jeder hat eine eigene Schrift. Ne? Also ich sehe da jetzt nur die Vorteile für beide Seiten. Die Digitalisierung ermöglicht viele neue Chancen für die Betriebe und deren Lehrlinge. Viele Ausbildungs- und Lerninhalte, die die Azubis online weltweit abrufen und bearbeiten können, werden dadurch zugänglicher gemacht. Auch die Ausbildungsunternehmen können von den Vorteilen der digitalen Medien nur profitieren. Ausbildungsunternehmen nach und nach eben versuchen, die Vorteile der Digitalisierung in der Ausbildung zu nutzen und die Nachteile am besten links liegen zu lassen. Und dann hat man, glaube ich, für die Ausbildung am Ende ein schönes Ergebnis, wo man auch einfach die Menschen besser ansprechen kann, individuell auf die eingehen kann. Also es ist nicht so, dass man das nur so um seiner selbst willen umsetzen sollte, damit man jetzt digital ist. Das ist Quatsch. Ja? Aber wenn man dadurch einen wirklichen Vorteil für die eigenen Auszubildenden oder auch für die für das Unternehmen an sich hat, dann sollte man es doch tun und dann haben da auch alle was von.